Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. In diesem Video zeige ich euch die französische Fort Knox-Falle. Die französische Verteidigung beginnt nach E4, E6. Weiß-Schwarz plant den Vorstoß D5 mit Angriff auf den Bauern E4. D4, Weiß besetzt das Zentrum. D5. Springer C3, einer der Hauptzüge, damit decken wir den Bauern E4. Hier gibt es verschiedene Fortsetzungen für Schwarz, zum Beispiel Springer F6 oder Läufer B4, alle mit der Idee, den Bauern E4 nochmal unter Druck zu setzen. Es gibt aber auch den Zug D schlägt E4, die sogenannte Rubinstein-Variante. Schwarz gibt sofort die Spannung auf im Zentrum. Weiß nimmt jetzt natürlich den Bauern wieder. Und jetzt haben wir hier Läufer D7. Das ist die sogenannte Fort Knox-Variante. Die Idee ist, den Läufer nach C6 zu stellen, dann den Springer nach D7 und die Entwicklung des anderen Springers nach F6 vorzubereiten. Wir entwickeln uns weiter mit Weiß, Springer F3, Läufer C6, greift den Springer auf E4 an. Natürlich decken wir den Springer mit dem Läufer, entwickeln gleichzeitig eine Figur. Hier, wie gesagt, die Hauptvariante lautet Springer D7 mit der Idee Springer F6, um diese Springer F6 vorzubereiten. Jetzt gibt es hier ein Motiv, das ist sehr wichtig, wenn man das zu kennen. Wenn Schwarz zu früh Springer F6 spielt hier an der Stelle, dann ist das schon sehr ungenau. Der Grund ist, dass wir den Springer nehmen mit Weiß. Springer schlägt F6. Schach. Wenn jetzt Schwarz mit dem G-Bauern zurückschlägt, dann hat er seine Bauernstruktur geschwächt. Weiß rochiert und hat einfach eine bessere Stellung, ne? Weil er eine bessere Struktur hat, etwas besser entwickelt. Und ja, da sind schon Gründe genug. Wenn jetzt aber Schwarz mit der Dame nimmt, was absolut vorkommen kann, gibt es hier ein sehr, sehr wichtiges Motiv, das man kennen muss. Und es zeigt auch, dass es häufig einfach nicht gut ist, wenn man die Dame zu früh ins Spiel bringt. Die Dame steht hier sehr schlecht und hier dürft ihr nachdenken, wie kann man hier mit Weiß die schwarze Dame gewinnen? Die Variante ist aber nicht so super simpel, man muss schon ein bisschen rechnen. Der offensichtliche Zug ist natürlich Läufer G5. Wir greifen die Dame an, der Läufer ist gedeckt, aber, Moment, nicht aber, das Problem für Schwarz ist, er hat kein Feld für die Dame. Alle Felder, wo die Dame hin könnte, werden von weißen Figuren kontrolliert in diesem Moment. Schwarz hat aber noch einen Ass im Ärmel, nämlich Läufer schlägt F3, dieser Gegenschlag, womit er die weiße Dame angreift. Wenn Weiß jetzt den Läufer schlagen würde, wäre das ein Riesenfehler, weil Schwarz letztendlich in dieser Variante, naja, er wird zwar nicht Material gewinnen, aber Weiß hätte hier die schlechtere Bauernstruktur, ne? Ich wollte schon beinahe sagen, Schwarz gewinnt Material, stimmt aber nicht. Aber in dieser Stellung hat Schwarz eine völlig annehmbare Stellung, weil er eine bessere Bauernstruktur hat. Es gibt aber hier einen besseren Zug für Weiß. Wie lautet der? Nicht den Läufer auf F3 schlagen. Auch nicht die Dame natürlich, weil dann schlägt Schwarz die weiße Dame. Weiß spielt hier Dame D2. Eine böse Überraschung für Schwarz. Die Dame ist angegriffen und immer noch hat sie kein Feld. Okay, die Pointe lautet Dame schlägt D4. Und jetzt kommt auch ein wichtiges Motiv, das man kennen sollte, nämlich ein Abzugsangriff. Nämlich Läufer B5 Schach und die schwarze Dame geht verloren. Springer C6 hilft nicht, weil der Springer ist gefesselt hier. Weiß kann die Dame einfach schlagen. Ein ganz wichtiges Motiv, dieser Abzugsangriff. Übrigens, wer mehr über den Abzugsangriff erfahren möchte, guckt einfach mal in mein Video nach zum Abzugsangriff. Nach Dame D2, das Beste, was Schwarz noch machen kann, ist Läufer schlägt G2. Dann verliert er aber die Dame, Läufer schlägt F6, Läufer schlägt H1. Er kriegt immerhin noch ein Türmchen, dann geht der weiße Läufer zurück nach H4 und Weiß hat hier großen materiellen Vorteil und steht hier auf Gewinn. Ja, das ist die französische Fort Knox-Falle. Es gibt übrigens einen kleinen Bruder, den ich euch zeigen möchte, dieser Variante. Und zwar gehen wir zurück nach dem Zug vierten Springer schlägt E4. Auch hier, Läufer D7 war ja die Fort Knox-Variante. Der Hauptzug hier ist übrigens Springer D7. Mit der Idee, Springer F6 zu spielen. Also normalerweise wird dieses Springer F6 in der französischen Verteidigung, in dieser Rubinstein-Variante, mit Springer D7 zuerst vorbereitet. Wenn Schwarz aber ungeduldig ist und sofort Springer F6 spielt, ihr dürft raten, was jetzt kommt. Natürlich kommt wieder Springer schlicht F6. Dame schlicht F6. G schlicht F6 haben wir wieder das Motiv, dass die schwarze Struktur geschwächt ist. Dame schlicht F6, Springer F3. Und jetzt hat Schwarz schon wieder das Problem, dass dieses Läufer G5 unangenehm droht. Der beste Zug an dieser Stelle hier ist H6 deswegen, um das Feld G5 zu kontrollieren. Wenn Schwarz stattdessen aber irgendwas anderes spielt, Läufer D7 sagen wir mal, dann kommt Läufer G5.
Dame G6, Läufer D3, Dame H5 und wir jagen die ganze Zeit die schwarze Dame. H3, droht G4 mit Damengewinn und hier der einzige Zug für Schwarz, der nicht verliert ist. Ja, versucht ihr mal zu finden. Welcher Zug ist hier der einzige Zug für Schwarz, der nicht verliert? Der Zug lautet F6 mit der Idee, der schwarzen Dame ein Rückzugsfeld zu schaffen. Und naja, wenn jetzt G4 kommt zum Beispiel hier, ne, dann kann Schwarz die Dame zurückziehen nach F7. Aber wir ziehen einfach den Läufer hier zurück nach F4 und stehen hier einfach überragend gut mit Weiß, besser entwickelt, bessere Struktur. Schwarz hat sich schon hier geschwächt und Weiß wird rochieren, Turm E1 spielen, diesen Bauern attackieren hier, ne? Und Weiß steht hier einfach besser. So, das ist auch ein Beispiel oder beide Beispiele, die Fort Knox-Falle und diese Variante sind Beispiele auch dafür, warum man die Dame generell nicht so früh ins Spiel bringen sollte, weil sie wird dann gejagt. Ne, und läuft dann über das ganze Brett, man verliert Zeit und der Gegner entwickelt sich mit Tempo, ne, weil er Zeit gewinnt durch die Angriffe, die Figuren ins Spiel bringt. Ne, und ja, das war die französische Fort Knox-Falle. Sehr wichtige Motive in der französischen Verteidigung. Ich habe auf diesem Kanal schon sehr viele Fallen gezeigt, veröffentlicht. Guckt einfach mal hier in meine Playlist, dann findet ihr viele weitere Fallen. Die Videos warten nur darauf, von euch gesichtet zu werden. Vielen Dank fürs Zuschauen.